Okay, komm. Los geht's. Sollte eigentlich laufen hier. Ich mag ihre böse Stimme voll. Ich will ehrlich gesagt weniger dich schlagen. Sie macht null Schaden. Aber kann ich mit Bale reden? Mit meinem Hauptcharakter. Na, ich glaube, wir waren noch nicht im Team, als wir erst mal gegen dich gekämpft haben. Stimmt, er ist ein Kapitel direkt danach aufgetaucht. Bitte, was? Wie viel Schaden muss ich aushalten? Wie viel Schaden muss ich bitte schön aushalten? Willst du eigentlich mich auf den Arm nehmen? Da war irgendwas mit 40 Schaden. Ach. Ah, John ist natürlich als erster wieder. So, so viel zu der Strategie, ne? Okay, aber das ist ehrlich gesagt nicht schlecht. Wir haben die beiden voneinander getrennt. Und er hat genauso viel Bewegung wie er. Das heißt, er wird mich nie einholen können. Gott sei Dank. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch sicherstellen, dass er eher auf mich losgeht, anstatt auf die anderen Leute hier. So, okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, aber... Das sollte noch machbar sein. Aber er hat genau das, vor was ich Angst hatte, ey. Ich wusste, dieser Angriff wird voll viel Schaden machen, ey. Natürlich war genau zu viel Schaden. Da kommt Bale wieder mit ihren... Hab Scheiß gehört. Ich will nicht gegen Bale kämpfen. So, gut, wir können uns jetzt einfach... Es sieht jetzt vielleicht auf den ersten Moment so aus, als wäre Zalkov in einer richtig üblen Situation, aber... Das sollte man machen müssen. Wir sehen wieder in Reichweite von Dings hier packen. Von, weißt du was? Machen wir halt so... Ich muss eigentlich nur immer auf eine Zweier Reichweite von ihm sein. Ich darf nicht in physischer Reichweite von den Typen sein. Und die Situation ist jetzt schon tausendmal besser, einfach nur weil ich nicht gegen alle hier auf einmal kämpfen muss. So, Hallöchen, Bale, wie geht's, wie steht's? Ich kann nicht mit dir reden. So, oh Gott. Du heilst dich sogar hoch. Warum? So, aber ich muss, ne? Ich muss mit dir, mit ihm angreifen. Da war übrigens der Spoiler, von dem ich letztens geredet habe. Bevor man hier hingekommen ist, war die Stadt noch nicht am Brennen auf der Weltkarte. Letztens, als ich da vorbeigelaufen bin, hat man gesehen, dass die am Brennen war. Da war so ein kleiner Spoiler. Out. Okay. So. Wir können hier tanzen. Alles ist ja kein Problem.
Ich würde aber gerne die Leute hier alle auch erledigen. Warum greife ich eigentlich nie mit meine Dolchkämpfern ja als erstes an? Ich kann neue Gegner runterballern. Deswegen. So, wenn ich mich nicht irre, dann könntest du jetzt hier reingehen. Ne? Der Silberlanze, verdammt. Wieso kann sie denn dreimal angreifen? Ach, wegen Marv, ne? Wegen so eine Fähigkeit von dem. So, du. Etty. Ne, du bist Panett. Wo ist Etty? Da. Ich glaube nicht, dass ich dich festlagern muss, ne? Ist okay, keine Sorge. Ist übrigens auch aufgefallen. Ah ja, habe ich ganz vergessen. Ist übrigens aufgefallen, sie hat auch irgendwie so ihre Farben. Oh. Ihre Farben sind irgendwie, weiß nicht, so. Sie hat auch weiß, blau und rot in ihren Klamotten, ne? Also, ach, sind ihre Haare ja so durchgehen. Ja, ihre Haare sind ein bisschen Overkill, ne? Aber sie hat auch irgendwie so weiß, blau und rot, ne? So wie unser Hauptcharakter. Sie ist so definitiv irgendwie verwandt oder so mit uns, ne? Ihr Kleid sieht aus, als wäre es aus edelsten Togekiss Fell gemacht. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Hat irgendwie ein Togekiss hier. Hier hat Pokémon gehäutet. So, okay, dich kriegen wir down. Zwei Ritter, die muss ich dann am Ende noch erledigen. Das war für meinen Daddy. Oh, jetzt wird sie auch hier. Das glaube ich nicht. Die haben nicht Götter in ihren Namen. So, ich will definitiv mit ihm den letzten Schlag hier ausführen. So. Nach weil ich ihre Werte reduziert habe, ne? So, oh nein, ich erreiche ihn gar nicht. Obwohl, doch, tue ich wohl. Ach, ich habe alle Speere. Muss ich die alle mit meinen Magiern erledigen? Sind schon alle so stark. Ach ja, da konnte er mich, verdammt. Hat er eigentlich irgendwie gescriptet hier? Hat er immer 4 Schaden macht mit Koop-Schlägen? Oder hängt das irgendwie von meinen Schaden ab? So, ich wollte... Wo ist da? Nee, das wollte ich... So, ich habe Vale nicht vergessen, keine Sorge. Aber ich möchte erst mal die Leute hier erledigen. So, John kann bestimmt auch ihn ja locker erledigen. So, dann wollte ich Diamant hier benutzen, damit er gleich für meinen Hauptcharakter tanzen kann. Gibt sogar Bandlevel. Ich will unbedingt mit meinem Hauptcharakter den letzten Schlag hier rausholen. Aber keine Ahnung, vielleicht bringt es ja was, ne? Bei mir scheint ich mehr Schaden jetzt zu machen. Ach ja, weil ich sie geschwächt habe mit. Hey, warte mal. Kann ich einfach kaputt boxen? Schade. Wäre ein bisschen disrespectful. So. Meisterbogen mache ich so viel Schaden.
So, ich darf ja noch genug Charaktere haben, ne? Verwählt. Oh, weil ich so schnell bin. Ich bin so schnell. Alter, sie ist richtig gut, ey. Sie hat, ich habe sie heute zum ersten Mal benutzt, ne? Sie hat schon 5 Level bekommen. Ey. Wir haben allgemein voll viele Level ja bekommen mit jedem. So Gefühl. So, dich werde ich aber bestimmt angreifen können, ohne dass du. Ich mache dich sogar fertig, hier sehe ich gerade. Will ich aber nicht. So, wenn sie aber ihren Effekt aktiviert, ne? Ja, mach mal so. John, kannst du halt machen? Warte mal, kann ich dich boxen? Wäre glaube ich besser, ne? Perfekt. Ich bin zwar ein Arzt. Tut mir leid, Fail. Boah, ich boxe hier um den ganzen Block. So, kann ich dich rekrutieren? Komm. Stehst dich uns an. Bei uns ist es voll schön. Kriegst gratis Essen und gratis Kieselsteine. Ach, Mann. Ja, nein, ich kann unter... Verdammt. Warum muss ich einfach den ja alles einmischen, ey? So. Und ein Meistersegel, die brauche ich dringend. Mich einige meiner anderen Charaktere hochleveln kann, wie zum Beispiel meine anderen Lords, die mir fehlten eigentlich noch. Wir haben Diamant, Alfred, Timera. Sie will ich mal öfter benutzen. Das ist voll der Tanky Halbedier. Ich mag Halbediere normalerweise. Wir haben, die sind cool. So, jetzt noch diese Situation hier, ne? So, solange ich außerhalb eines Reichweite bin von dem Typen, sind wir eigentlich in Sicherheit, ne? Ich hoffe nur, die tun mich jetzt hier nicht umzingeln. So, jetzt greift er mich mit seiner Lanze an, nämlich. Warte mal, hab ich doch schon gesehen, ne? Ja, guck mal, so muss das laufen. Daneben. So macht man das, Kollege. Und genauso viel Schaden wie er. Weil sie da vergiftet. Da macht er hoffentlich weniger Schaden. So, das ist auch gut. Jetzt kommt wahrscheinlich der Heiler und heilt den Druck, ne? Ja. So müsst ihr euch das letzte Kapitel vorstellen. Ich habe versucht, hier die runterzuhauen, aber die haben sich die ganze Zeit hochgehalten. Ne? So. So, erreicht er mich von da aus? Sieht nicht so aus. Doch. Warum sagt mir das Spiel dann... Also, okay. So, jetzt holen wir uns ganz langsam ihn hier, ne? In unserer Reichweite. Oh Gott, da ist so viel besser organisiert jetzt hier. So, Silberschwert. Kannst du auf irgendjemand hier losgehen? So, und zur Not können wir jetzt einfach nur all unsere Macht auf ihn hier konzentrieren, ne? Auf den Boss. Und das Kapitel zu beenden, ne? Wir müssen ja nicht die ganzen Leute hier neu erledigen, ne? Aber ich will die ganzen anderen Leute hier neu erledigen. Wir müssen eigentlich nur sicherstellen, dass er drauf geht, weil dann ist das Kapitel zu Ende und dann haben wir es geschafft. Ach ja, ich wollte ja noch mit Ivy und Hortensia auf den losgehen, ne, wegen Dialog und so. Na gut, aber schicken wir ihn mal hier so hin, ne? Vielleicht gehen die eher auf meine Klone. Ich nehme sehr stark an, der geht eher auf meine Klone, ne? Ja. Weil die KI denkt sich immer, ja, ein Kill ist wichtiger als, ne? So was, nehme ich an. So.
Warte mal, wenn ich dich da hinpacke, ne? Ich meine, dann werde ich getroffen, aber er hat nur 2 Schaden gemacht, habe ich gesehen. Vorhin. So, wenn ich dich hier hinpacke, ne? Dann wirst du mich nicht treffen, ne? Ich kann auch tanzen, also kein Problem. Mal, wer konntest du gerade nicht daneben hauen, ne? So, war perfekt. So, Etty, das ist so perfekte Reichweite für dich hier, ne? Gott. Ich bin Stiefel, ja. Das Geröll. Ah, perfekt. So. Oh, der Beste wäre jetzt... Ah, oh, schade. Der Beste wäre natürlich, wenn er irgendwie seine Superangriff hier verschwenden würde und auf Dings losgeht hier auf einmal einer Klone. Das wäre geilste überhaupt. So, ich nehme an, im nächsten Zug können wir das hier beenden, ne? Aber ich meinte mich zu erinnern, dass diese Schriftrolle, die er ausgerüstet hat, dass die Dings gemacht hat, magischen Schaden. Ich glaube, deswegen habe ich gedacht, das wäre so viel schwieriger. Habe ich mich irgendwie verguckt. So, tanzen kann ich auch noch mal. Das Kapitel ist sowas von erledigt. Okay, ich dachte die ganze Zeit, da wäre ein Klon. So, warte mal, wenn du auf mich losgehst, du machst mir aber Schaden, ne? Halbwegs. Nee, nee, warten wir mal. Und da kommt er wieder mit seiner 8 Trefferchance. Daneben, daneben. Sehr cool. Oh. So, weißt du, was ich jetzt machen kann? Ich kann ihn wieder festnageln mit Etty. Mal gucken, wo sie steht. Festgenagelt. Treff bitte. Ich kann auch tanzen wie ein Irrer, also. So, ihn haben wir entschärft. In seinen... Alter, der ist so überpowered. Ich liebe es. So, jetzt kann ich mich ganz in Ruhe um die Leute hier alle kümmern. Wie zum Beispiel Enya, ne? Panzerbrecher hat natürlich wieder nicht gereicht. Oh, du bist, ich dachte, dich wollte ich eigentlich. Na, reicht nicht. Warte mal, du gehst auch. Die Art von Dolch, die wir benutzen, hat ja irgendwie keinen Einfluss drauf, was für Werte sich reduzieren, ne? Oh, der hat gar nichts reduziert. Haha, weil er nur Schaden machte, ne? Dreck. So, ich kann auf ihn losgehen, ne? Dann kann Hortensia oder Co. Du gehst auf ihn los, ja. So, natürlich kriegst du, machst du noch Schaden mit Crit. Versuch bitte nicht zu kritten, okay? Das wäre jetzt sehr gut. Danke. So, was war das, Alfred den Kill geben? Der Diamant hat irgendwie voll einfaches Spiel, irgendwie Gegner zu killen. So.
So. Dann kriegen wir noch alle Gegner ja weg, bevor wir das Kapitel erledigt kriegen. Sie ist auch schon Level 6, Mann. Aber was soll ich denn sonst machen, ne? Oh, ihr fehlt ein KP. Deswegen kriegt sie Crit-Chancen, ja. Oh, ich liebe es. Da ist mein Tänzer. Hier ist mein Tänzer. Wer ist das? Das ist Sir Cobb. Er kann sich doch bestimmt auch noch den da oben schnappen, ne? Guck mal hier. Versuch mal das zu heilen. Und jetzt hat er Yunaka eingeholt, glaube ich. Ich glaube, sie war Level 21 oder 22. Ne? Geschicklichkeit, Verteidigung. Er ist irgendwie viel besser als Yunaka. In allen Werten. In allen wichtigen Werten. So, dann tun wir mal unseren Herrn Gevatter hier angreifen. Ne? Der wechselt zu der Faust. Genau, weil Live irgendwie so eine Fähigkeit hat. Ne? Immer zur passenden Waffe zu wechseln. So, die haben nämlich einen Dialog. Kann ich nicht hören wegen meinem Geflatter, meinen Drachen. Ah, wäre so gut, wenn sie jetzt gekritet hätte. Nimm das, Vater. Dusch. Bringt eigentlich nichts hier. Er wird ja sowieso jetzt gleich hochgehalten, ne? Machst du halt nichts an Schaden. Perfekt. Entschuldigung, wieso greifst du als erstes an? Denn hier los, Mann. Ah, du kannst ja ruhig den Kill abholen, finde ich. Okay. Und ja. Die haben da bestimmt auch eine Kompensation, ne? Daneben. So. Mein Gott, das ist so chillig hier gerade. Ich sehe aber irgendwie nicht, wie das denen hilft. So. Ernsthaft? Greif's lieber an. Ich meine, er konnte ja keinen heilen, ne? Nehme ich an, aber... Na gut. Alfred, schnapp du dir den. Okay, jetzt läuft das wie am Schnürchen hier alles, ne? Ich fand es nicht, dass das Kapitel so viel einfacher war als beim letzten Mal. Ich war so frustriert, ne? Ich hatte so viele Probleme, ja, beim letzten Mal. So, wir haben 12 Einheiten, ne? Keiner gestorben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und ja, ich ziehe das immer durch am Ende. Von daher hast du einen Moment nicht aufpassen, ganz am Ende fehlt dir auf einmal ein Charakter, weil du das vergessen hast, und dann stehst du da, ne?
So, ich verstehe es nicht, was du hier bekommen hast. Du bessere Werte bekommen. Du siehst immer noch debufft aus. Waffenschild, Vorteil, anpassungsfähig, 4 Treffer. So, dann kommen wir mit Hortensia hin. Damit sie hier auch noch mal den Dialog bekommt. Ivy, Hortensia. Oh, ich hätte eigentlich nur Alquist hier mitnehmen sollen. Ne? Der war doch am wütendsten, als er hier seinen Vater getötet hat. Ne? Ja, ist eigentlich schon so gut wie erledigt, ne? So, gibt es zwischen uns beiden hier noch einen Dialog. Dann war es das eigentlich, ne? Ja, du hast angegriffen. Kannst du noch mal heilen, ja. Ich weiß nicht, dass das alles funktioniert hat. Ey. Ein Erfahrungspunkt. Dann würde ich sagen, mit der haben wir dich kaputt, ne? Du hast doch bestimmt hier einen Dialog mit ihm. Wenn nicht, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht. Hast du keine Lanze? Ja, doch, doch, hat er. Das Wort wollte ich gerade zu einer Lanze gewechselt. Die Bosse sieht so viel einfacher an, ne? Wenn die einzeln bekämpft und nicht alle auf einmal. So, dann sind wir ja fertig in der Level, ne? Lass noch mal kurz tanzen hier. Weil Diamant macht den locker fertig. Haben wir noch ein paar Support-Leute hier in der Nähe. Ja, warum nicht, ne? So, krieg ich dich da auf Level... Ah, ne, war sie schon, ne? Ne, was mache ich hier? Verdammt, jetzt hat er noch mehr Ausweichen. Aber ich muss noch einmal treffen. Ne, muss ich nicht. Ich muss zweimal treffen. Ah, guck mal. Ah, kein Dialog. Jetzt musst du beide mal treffen. So. Erst auf keinen Dialog zwischen euch beiden. Du hast meinen Vater getötet. Aber was soll's. Aber ich vergebe dir. Ups. Ich wollte gucken, ob man ranzoomen kann. Verdammt. Oh, jetzt habe ich das ruiniert. Ja. So, ja, habe ich mir gedacht. Panett. Sie hat einfach am meisten reingehauen. So, wow, das war sehr viel einfacher als beim ersten Mal. Sehr viel einfacher. Ist nämlich mal zu vergleichen, ne? Also ja, gut. Es hat noch länger gedauert. Oh ja. Er hatte live, verdammt.
Live fand ich aber nicht so gut. Sie ist die richtige. Und jetzt will sie uns ihren Ring geben, ne? Das ist ihr Gottesring, ne? Yes. Danke, Vail. Ja, lass ihn auf die Ringe aufpassen und dann schießt er sich und dann, ne? Dafür am geilsten. Gib mir alle eure Ringe. Okay, ich schieße mich jetzt den Gegner an. Was? Oh, jetzt haben wir zwei Ringe. Ja. Jawohl, Sigurd. Ich bin Mr. Plus 3 Bewegung. Sieht man da irgendwo noch den Dialog von hier? Ah, hier. Na, das hat, was ich geskippt hatte. Okay, muss man ja auch mal hören, ne? Bero nicht daraus. Dann schließt du dich uns an. Ne? So läuft das doch. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie sich auch noch uns anschließt irgendwann. Ne? Ich hoffe nur, es ist bald. So, ach so, ja, ich vergesse dann immer, dass hier noch kommt. Doch. Weil ich jetzt offscreen immer hier Genshin Impact zocke, ne? War mein erster Gedanke jetzt sofort, diese Kisten jetzt zu zerstören, ne? Und da irgendwie Loot irgendwie rauszuholen. Bitte was? Achso, dieser Ort war eins bezaubernd. Ich dachte, sie hat gesagt, oh, dieser Ort ist so bezaubernd, ne? Am liebsten gefällt mir das Feuer hier. Ja.
Ja, wir machen doch schon, wir machen doch schon. Oh, ja, aber keine Sorge, ihr seid jetzt bei uns. Seid ihr gut aufgehoben. Ja, ne, ich könnte mir vorstellen, ne? Wir bekommen ja immer drei Charaktere, ne? Wir bekommen ja immer irgendwie Prinzessinnen und Prinzen und deren Gefolgsleute. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich irgendwann Vale uns anschließt, ne? Und dann nimmt sie irgendwie hier Mani und Mauvier mit, ne? Weil das sind irgendwie so die einzigen Leute, von denen ich mir so vorstellen könnte, dass die sich irgendwie so anschließen, ne? Keine Ahnung, Gris ist irgendwie zu krass, ne? Der ist irgendwie, weil nicht. Und Zephyr nehme ich auch stark an, dass die sich uns nicht anschließen wird, ne? Also die beiden sind schon verlorene Fälle, aber die anderen beiden könnte ich mir so gut vorstellen, ne? Die sind irgendwie, ich meine, keine Ahnung, ich meine, Manis Beschreibung, jedes Mal, wenn ich unter ihren Namen gebe, ne? Unter Beschreibung, da steht auch irgendwie, sie ist irgendwie ein bisschen naiv, also vielleicht lässt sie sich irgendwie voll einfach überzeugen oder so, ne? Und Mauvier ist irgendwie, weil nicht, der ist halt nicht so ein Psycho wie die anderen Leute da in der Gruppe. Aber vielleicht ist halt auch nur Wunschdenken, ne? Also jeder Charakter, der sehr viel, der nicht irgendwie total böse ist und irgendwie, weil nicht, ein ausgefallenes Design hat, ist eigentlich immer sehr gutes Zeichen, die Rekrutierer sind, ne? Naja, natürlich, jemand weiß, will ich das natürlich nicht wissen. Ich tue nur so Theorien rauswerfen. Aber naja. La Force. Stärke. Ja, ich kenne die ganzen Tarotkarten. Von The Binding of Isaac. Ich wollte jetzt erst JoJo's Bizarre Adventure sagen. Aber dann wollte ich sagen, ich kannte die Tarotkarten schon von The Binding of Isaac. Hier dieses Indie-Game. Und ich wollte jetzt sagen, Isaacs Bizarre Adventure. Was gar nicht so verdreht wäre, weil von in Binding of Isaac gibt es auch irgendwie Mods, glaube ich, wo man irgendwie Isaac in JoJo-Charaktere verwandeln kann. Die haben sogar irgendwie Stands bei sich, so als Items. Also irgendwie mit Jotaro spielen und jetzt Star Platinum als Item. Ja, keine Sorge, ich habe dich nicht vergessen, ne? Aber Zirkov musste auch halt hochtrainiert werden, ne? Ich müsste jetzt, glaube ich, jeden Charakter auf mindestens Level 20 haben, ne? Und wenn nicht Level 20, dann schon erweiterte Klasse. Und die habe ich ja natürlich alle erst ab Level 20 gelevelt. Das heißt, in Fire Emblem Terminology würde das bedeuten, ich habe jetzt, wenn ich einen Charakter auf Level 1 bekomme und ich level den auf Level 20, ne, und dann tue ich die Klasse wechseln und fange dann wieder auf Level 1 an und tue den Charakter noch mal auf Level 20 hochleveln. In Fire Emblem Terms würde das bedeuten, dieser Charakter wäre dann auf Level 40 oder 20 von 20 oder 20. Hi. Keine Ahnung. Wenn ich einen Charakter irgendwie auf Level 15 oder so bekommen hätte und ich würde den Charakter auf in dem Moment schon irgendwie weiterentwickeln zu einer höheren Klasse, dann könnte ich nur 35 Level erreichen, ne? Weil ich habe 5 Level ausgelassen, weil ich nicht Level 15 bis 20 gelevelt habe, ne? Und da gehen halt ein paar Werte verloren, ne? Also diese Level-Up-Werte, die jeder Charakter bekommt, ja. Und ja, das stapelt sich schon, ne? Das sind vielleicht wenige. So, oh, ihr habt sogar was zu diesem Ort zu sagen. Ach ja, er kommt ja aus Firen, genau. Ich möchte weinen. Dann mach es. Zirkov, gute Arbeit, Kumpel. Das ist sehr gut, sehr gut geholfen heute. Also leider den Angriff gegen den einen Typen nicht überlebt, aber was soll man machen, ne? So, ich habe jetzt für einen Moment gedacht, John wäre Vale. Ihr seid so vom Weiten aus wie wie Vale, so mit den weißen Klamotten. So. Wäre fertig, ne? Dann gehen wir Knöpfe. Zur Weltkarte erstmal, ne? Wegen Cutscenes. Oh, sieht aber nicht so aus.
So. Oh. Wo sollten wir als nächstes hin? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ach, wir sollten die verfolgen. Ach, jetzt habe ich von Life und Sigurd die Dinger freigeschaltet, ne? So, und Sigurd hat anscheinend die Stimme von Minato. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Muss ich mal drauf achten. Über alle Brücken. So. Fire Emblem 5 habe ich auch mal gespielt, aber da kenne ich mich nicht aus. Also wenn da jetzt irgendwie in der Level irgendeine Anspielung an Fire Emblem 5 ist, dann würde ich das nicht erkennen. Weil Fire Emblem 5 ist bockschwer. Das ist für ein Super Nintendo ein Spiel gewesen und das Spiel ist einfach... Das ist einfach psychopathisch schwer, ne? Statusstäbe zum Beispiel, so wie einfrieren und so, ne? In Fire Emblem 5 halten den ganzen Kampf lang. Und da gab es auch noch so Sachen wie Schlaf und all sowas, ne? Haben wir halt eigentlich schon hier gesehen, so in dem Spiel, ne? In Fire Emblem 5 gibt es so Startstäbe wie Schlaf oder einfrieren oder so. Und die halten das ganze Spiel über. Oh, wir gehen als erstes sowas von zu Sigurds Sidequest. Oder irgendeine andere, muss ich mal gucken, die Level hier von denen. Ich meine, wir hatten ja noch von Balef und so, ne? Was ist das hier? Das von Corin, Level 7. Den werde ich mir aufs Screen angucken. So. Fire Emblem 5 ist so brutal. Fire Emblem 5 hat irgendwie die meisten Sachen irgendwie so eingeführt, so von Gameplay-Mechaniken, ne? Aber das Spiel ist so geistesgestört schwer, ne? Er hat so viel Bullcrap. Hier Kriegsnebel zum Beispiel ist da am allerschlimmsten, weil normalerweise kann man ja hier so, wenn so Kriegsnebel ist, dann sieht man ja nicht die, dann sieht man ja nicht die Gegner, ne, weil halt Nebel oder Dunkelheit oder irgendwie sowas ist, ne. Was man aber sieht, ist noch die Karte, ne. Also man sieht halt die Karte, wie die aussieht. Nur halt man sieht nichts in der, man sieht nicht die Gegner auf der Karte, weil man sieht immer noch das Gelände, aber man sieht nicht die Gegner. Bei Fire Emblem 5 ist das so, dass man beim Kriegsnebel gar nichts sieht. Du siehst nicht mal die Karte, du siehst gar nichts. So, weil man rein hat eine neue Schwierigkeit. Das mache ich aber auf Screen, würde ich sagen. Ne? Oh, neue Ware. Oh, Meistersiegel. Meistersiegel. Ich habe nicht so viel Geld. Meistersiegel. Ja. So, oh, jetzt kann ich die unendlich kaufen. Cool. Das heißt, ich kann jetzt alle hier hochleveln. Aber ich habe nicht so viel Geld. Oh ja, Fire Emblem 5 ist absoluter Bullcrap. An Sachen Schwierigkeitsgrad. Ich hätte vielleicht noch die anderen Items hier abchecken sollen. So, was kann man noch kaufen? So, Pflege können wir, das können wir schon immer. Stärkung können wir uns jetzt holen. Das ist dieser überpowerte Heilstab. Erneuerung. Lumnis. Cool. Sieht's mit Waffen aus. Ich habe nicht so viel Geld. Ich kann nicht so viel ausgeben, Mann. So, was haben wir hier neu? Wir können Silberwaffen kaufen. Cool. Ich kann mal wieder ein Donnerschwert holen. Oh, eine magische Lanze. Auch nur gucken, ja, das ist die Waffe, die Mauvier hat, ne? Die magischen Schaden macht. Das kann ich, die kann ich mir vielleicht holen. Die kann bestimmt auch eine Arkanaxt, jawohl. Und ein Sonnenbogen, oh, sind so viele gute Sachen hier gerade. Gibt es auch einen magischen Dolch? Nicht so aus, ne? Donnerfaust können wir auch kaufen, falls wir nicht, aber die kann man ja gar nicht verpassen, weil man muss ja die Gegner erledigen, ne? So, wir könnten hier eine magische Lanze gebrauchen. Ich habe, glaube ich, nicht so viele Leute mit Magie, ne? Alfred, nö, 5. Ich meine, so eine magische Lanze kann nicht schaden, ne? Definitiv. Chloe, ja, Chloe. Ja, Pegasus Ritter haben meistens die meiste Magie. Also sie könnte gut aufbewahrt werden mit einer magischen Lanze. Aber ich muss so viel Geld ausgeben für meine Dings hier, für meine Meistersiegel. Ich habe kein Dings freigeschaltet. Was ist denn hier los?
mein erster Instinkt war jetzt hier die Arena zu, aber ich brauche ja eigentlich gar keiner mehr hier leveln, ne? Ich meine, definitiv leveln ist immer noch wichtig, ne? Das, was ich machen könnte, ich könnte mir ein paar Fire Emblem 4 Ringe, Fire Emblem, ja, ne, ich habe Fire Emblem 4 und 5 Ringe jetzt bekommen, merke ich gerade. So, ich gehe mal in die Arena. Als letztes tut man dann hier unsere Charaktere die Klassen wechseln lassen, ne? Das ist aber ein Highlight, finde ich. So. So, ist gute Frage, wen lassen wir denn jetzt hier trainieren, ne? Irgendjemand, der noch so auf Level 1 ist, ne? Oh, wie stark die alle sind, ey. So, wer ist denn noch so auf Level 1? So, Bonett, ne? Anna, lass mal Anna. Mit dem Silberbogen oder der Orkanaxt? Ne, lass mal hier eine Waffe geben. Eine anständige. Sie kann, glaube ich, jetzt eine Eisenaxt tragen, als wäre es überhaupt nichts, ne? Wenn sie jetzt mehr Dings hat. Also. Ist auch noch auf Supports und zu achten, ne? Kriegt sie eigentlich Geld hier, wenn sie ihr Gegner erledigt? Ah, okay. Ja. Sehr cool. Kein Dings leider. Hat sie überhaupt Dings ausgerüstet gehabt? Ja, sie hat mehr Dings hier, mehr Erfahrungspunkte ausgerüstet gehabt. Aber Anna will ich auch noch machbar. Aber ich glaube, Panette ist irgendwie einfach stärker. Oh, oh. Sowas war tot. Obwohl, wenn ich ihn noch treffe. Okay, gut. Hey, kriegen wir einen, krieg ich Support jetzt? Nein, das reicht nicht. Habe ich auch noch nie gesehen. Wenn ich definitiv einen bekommen hat. Sie ist ja ein Krieger und kein Berserker, so wie Panette, ne? Mal gucken, ob sie. Schon wieder. Oh oh. Abgehalten ausgerüstet. Oh. Oh. Aber hey, hat noch gereicht, cool. So, oh, kein Glück. Mehr Magie. Und schon wieder kein Dings. Aber ich habe mit ihr schon B, ne, glaube ich. Von daher. So, ich muss mal kurz gucken, bevor ich das hier wieder offscreen mache, ne? Und mir alles notieren muss und so, ne? Wer war denn hier kurz davor? Ich meine, irgendjemand war. Etty war Level 9. Dann könnte ich auch ein paar Dinge hier reinballern, ne? Warte mal, muss ich ja hier mal reingehen, ne? Damit ich keine Erfahrungspunkte hier verschwinde. Nach ihrer Drachenverwandlung, ne? Ich habe unendlich Schmerzen, wenn ich diese Verwandlung durchführe. Mach es bitte nicht nach. So. Oh, Wakizashi, Wurfschwert von Emblem Corinth. Stimmt. Tue ich das Schwert werfen, so wie in Fire Emblem Fates? Oh, fand ich schon immer voll dämlich, ey. So, warte mal, Diamant. Kannst du mit Ike trainieren? Dann kriegst du als Urban und Schwertfertigkeit, was du schon hast und irgendwie keinen Unterschied macht. Hey, lass mal. Brauchen wir nicht jetzt unbedingt. So, dann würde ich sagen, leveln wir mal jemanden hier hoch, ne? Aber wen? Gute Frage, ne? Wen will ich denn? Tibera. Den Hauptcharakter, ne? Hier können wir hier ein Dings machen. Sie wird zur Pikenierin. Figur von 6. Sie braucht ein bisschen mehr Figur, ne?
damit sie halt bessere Lanzen, sie kann irgendwie keine Lanze irgendwie ausrüsten, ohne davon untergeschraubt zu werden. So, Sandsturm greift die Einheit mit einer physischen Attacke an, kann der Schaden mit 150% von Verteidigung statt Stärke zugefügt werden. Chance in Fähigkeit in Prozent gleich Fähigkeit, also 20%, und sie hat ordentlich Verteidigung. Lanzenkämpfer, ja, aber natürlich Pikeniere, ne? Lanzenträger, die Feindlinie gekonnt durchbricht, ist durch ihre Leichtfüßigkeit besonders gefährlich. Aber ihre Figur ist halt nicht so hoch, man. Ah, ja, einfache Wahl, würde ich sagen, ne? Ist irgendwie komisch, wie Lord-Charaktere alle irgendwie voll wenig irgendwie am Design irgendwie ja sich was ändert. Ich bin stärker und freier denn je. Ich glühe für mich. Verbrennt euch nicht an mir. Cool. Ja, die bekommen alle immer so ein bisschen mehr Schmuck und so, ne? Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht hier so einen Unterschied. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal und geben ein bisschen Geld für Dings aus, ne? Für Meistersiegel, weil ich will meine anderen Charaktere auch alle noch hochleveln. So, ich will als erstes Alchrist hier hochleveln. Was ich finde, ist gerade ein bisschen Verschwendung. Aber weil bei ihm wäre es halt am einfachsten, weil ich wäre sehr stark annehmen. Er hat auch eine einzigartige Klasse, ne? Bei anderen Charakteren muss ich dann immer gucken, so, ne? Sind 30 Bächen ohne Giris. So, jetzt muss ich leider ein bisschen Geld hier reindrücken, wovon ich nicht viel habe. Ich möchte noch am liebsten so 2000 übrig haben. Meistersiegel, weil ich will definitiv diesen Feuerschwert noch haben, ne? Für Chloe. Ich habe da einmal unsere nächste Einheit, die wir hier weiterentwickeln können, ne? Weil Chloe ist wie gemacht für die Feuerlanze, habe ich so ein Gefühl. Habe ich auch noch nicht. Da kann ich mir immer noch ein Meistersiegel holen. So. So, dann haben wir Alchrist hier. Und du wärst zum Elite-Schütze. Ein Bogenschütze mit bemerkenswerter Präzision schaltet Gegner mit nur einem Schuss aus. Mond. Das ignoriert Verteidigung. Ne? Der Kampf kann so verlaufen, als ob der Gegner Verteidigung Resistenz minus 50% erlitten hätte. Chance in Prozent gleich Fähigkeit. Mein Gott, ich weiß, das heißt Behendigkeit, aber Fähigkeit hieß das in allen anderen immer. So. Einfach nur Elite-Schütze, nicht irgendwie Lord-Schütze oder Schützenlord oder irgendwie so. Ich frage mich, ob es Eclipse auch gibt. In Final. Da ist der überpowerste Skill aller Zeiten, ne? Das ist der Skill vom Schwarzen Ritter aus Radiant Dawn. Das ist Mond. Nur halt auf Crack. Das ist absolut gestört. Eclipse sorgt dafür, dass die sollte das Wertvolles für jemanden unbedingt wie mich verwendet. Es tut mir leid, ich werde meine Schuld begleichen. Eclipse, jetzt hört euch mal die Beschreibung an, ne? Eclipse tut die Verteidigung des Gegners ignorieren, wenn es aktiviert wird, ne? Was schon mal übelst überpowered ist, weil der Schwarze Ritter hat, glaube ich, irgendwie so, weil nicht 50, 60 Schaden gemacht, ne? Oder ich glaube 40 war das nur, so 40 Schaden, ne? Aber das sind dann 40 Schaden auch, ne? Also, weil halt Verteidigung 0 ist, ne? Weil die Verteidigung auf 0 reduziert wird. So, als ob das nicht aber noch schon schlimm genug ist, ne? Tut Eclipse noch den Schaden vom Schwarzen Ritter verfünffachen. Das heißt, der Typ macht 5-mal mehr Schaden und die Verteidigung des Gegners wird ignoriert. Und es gibt keinen Charakter im gesamten Spiel, der, was wäre das, 40 mal 5, das wäre 40, 80, 160, das wäre 200 Schaden.
der finale Boss in Fire Emblem Radiant Dawn hat 120 HP, ne? Es gibt wortwörtlich keinen Charakter, der diesen Angriff überleben könnte, wenn er den zündet. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich glaube nicht, dass es jemals irgendwie einen Fire Emblem Charakter gab, der irgendwie so einen überpowerten Skill hatte. So, ich würde sagen, wir tun Chloe entwickeln, ne? So, sie kann Lanzenkämpfer, Lanzenflieger, ne, Greifenritter. Oh, da haben wir eine Menge zur Auswahl. Ne, eigentlich nicht. Greifenritter, ich kann nicht zu Dings werden? Es gibt keine Falkenritter. Also Falkenritter sind Pegasus-Reiter, aber nur die entwickelte Einheit davon. Das sind immer noch Pegasus-Reiter, nur die nennen sich halt Falkenritter, ne? Also die reiten nicht auf Falken oder so. Und hier gibt's gar keine entwickelten Pegasus-Ritter. Also wir bekommen einen Greif, aber wir bekommen keinen Pegasus-Ritter hier als entwickelte Klasse. Greifenritter, Weibernritter, Margerierter, ne, gibt's nicht, gibt's gar nicht. What? Das mag ich ehrlich gesagt nicht so, wenn man irgendwie ein komplett neues Reittier bekommt durch Klassenwechsel. Weil was passiert denn jetzt mit ihren Pegasus? Hey, ich habe eine Pegasus-Imbissbude gemacht. Also sie bekommt jetzt eiskalten Greif anstatt. Versteht ihr so von der Lore her? Da macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Was passiert denn dann mit ihrem Pegasus? Geht der in Rente oder was? Einfach durch einen Greif ersetzt oder verwandelt sich in Greif oder was? So, wir nehmen natürlich hier Greif mit Lanzen, weil entweder A Axt oder S Lanze, ja, ist ein bisschen einfache Wahl. Und sie kann heilen, sehe ich gerade, ne? Ist ja noch besser. Okay, erfahrene Ritter, die auf Greifen fliegen, besitzen ausbalancierte Werte und können Stäbe benutzen. Okay, das Feld, auf dem sie sich die Einheit befindet und benachbarte Felder erhalten Bewegungskosten von 1 für alle Verbündeten. Was bedeutet das? Also wenn ich neben ihr starte oder wenn dieser, ich verstehe nicht, muss ich im Kampf sehen. So, aber sie wird zum Greifenritter. Sie bekommt ein Magie, nicht schlecht. Sie bekommt ganz schön gute Werte, sehe ich gerade. Ja gut, dann machen wir, und dann setzen wir ihren Pegasus durch einen Greif. Da finde ich irgendwie voll doof. Außer das heißt einfach nur so. Ich weiß nicht, ob die Greifenritter. Ne, da ist ein Greif. Ja, Pegasus wurde gerade abgeschlachtet für einen neuen Greif. Wie sehe ich in dieser Kleidung aus? Oh, sie gefällt euch wirklich? So, und sie hat komplett andere Klamotten jetzt. Oh, stylisch. Aus wie eine Jacke von Prada. So, ignoriert, was ich sage. Ne? So, ich könnte mir nur ein Meistersiegel holen. Aber wen entwickle ich denn? Clan. Shade. Wie viele brauche ich eigentlich noch? Ich brauche gar nicht mehr so viele, sehe ich gerade. 1, 2, 3. 3. Cool. So, Nummer ein für Clan noch, würde ich sagen. Ne? Zur Not werde ich noch ein paar. Ich habe noch ein paar Elixiere, die ich verkaufen kann. Ne? Also mir wird schon das Geld nicht ausgehen. Vielleicht habe ich bis zum nächsten Mal noch mehr Meistersiegel. Keine Ahnung. Ja, mir ist das wichtig, okay. Ich brauche noch 3. Ich könnte die eigentlich alle hier gleich noch entwickeln, ne? So, Klassenwechsel. So, Schwertkämpfer, Schwertkämpfer, Magier, Magieritter. So. So, er wird nicht zum Weisen. Das ist irgendwie komisch. Ich hätte gedacht, er wird irgendwie zum Weisen oder so, ne? Magieritter. Magiebegabte Ritter, die vom Sattel aus Magie werden können. Aber auch den Nahkampf nicht scheuen. Oh mein Gott, ich sehe jetzt erst, wie wenig Magie er hat. Er hat 12 Magie. Ja, okay, Stärke ist auch. Wow, Clan ist irgendwie nicht so gut. Ich meine, er ist super schnell, ne? Aber er macht ja nichts an Schaden, sehe ich gerade.
Ja, Figur plus 2, nicht schlecht. Chaos, die initiiert die Einheit den Kampf und verwendet einen anderen Schadensart als der Gegner. Physisch magischer Schaden hält sie im Kampf Geschicklichkeit plus 3. Noch mehr Geschicklichkeit. Er hat schon 26 Geschicklichkeit. Das ist schon übertrieben. Na gut, aber ich bin... Na gut, Magieritter, ne? Bin aber irgendwie überrascht, dass Weiser irgendwie nicht so eine Auswahl ist, so als so die erste Auswahl irgendwie. Aber wir haben ja schon einen Weisen, ne? Wir haben ja schon, und irgendwie ist er der Einzige, der ja Magieritter werden kann, ne? Na gut. Zwei mehr Figuren, das heißt, er kann, glaube ich, Elfenlicht jetzt einsetzen, ne? Ohne untergeboxt zu werden. Aha! Hat das Pferd einen Hut auf? Wie sieht das aus? Ich hoffe, ich sehe würdig genug aus, um dem Wirmgott zu dienen. Ah, guck mal, wie er jetzt aussieht. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gebe jetzt hier noch. Ich verscherbel jetzt noch ein paar Sachen, damit ich die beiden auch noch hier entwickeln kann. Ne? Haben wir alle Leute hier entwickelt. Und ich nehme an, falls wir noch Charaktere bekommen, ne, dann werden die schon alle entwickelt sein. Ne? So, ich verkaufe hier. Wie viel brauche ich? 1750. Ne? Ja, so Elixiere und so, die bekommt man ja meistens durch dieses Weibernreiten Minispiel, ne? Antidotes brauche ich eigentlich auch nicht. Weihwasser brauche ich eigentlich auch nicht. Boom. Fackeln brauche ich eigentlich auch nicht. So, Lapisration. Kann ich irgendwie eine Stahlwaffe verkaufen? Stahlwaffen bringen es eigentlich nicht so. Da wird aber immer noch nicht reisen. Ich glaube, wenn ich von einem ja einen habe, ne? Stahlwaffen sind immer so schwierig. So, Eisenschwerter brauche ich auch nicht so viele. So, das müsste reichen, ja. So, dann holen wir uns noch die letzten Meistersiegel her, ne? Jetzt, wenn wir immer eins bekommen, dann können wir schön verkaufen. Ich kann aber natürlich warten, bis jetzt hier, bis ich eins bekomme, ne? Ich bekomme bestimmt nur eins so im Laufe der Story, ne? Na, was soll's. So, ich hoffe, ich brauche nicht so viele Heilstäbe im nächsten Kapitel. So. Ja, Butchorn haben wir ja schon gesehen. Wir haben den Giant haben wir auch schon gesehen eigentlich, ne? So, du kannst zu einem. Du kannst nur zum Berserker werden. Wo ich ihn mehr so als Krieger eingestuft hätte, ne? Aber ist mir gar nicht hier zur Auswahl. So standardmäßig, ne? Von daher Berserker, ne? So. Seine Macht ist erst 97? Alter, wie... Was für niedrige Werte hat er denn? Der Typ ist tausendmal schlechter als Panett. Gott, er ist schneller. Das war's. Stärke ist nicht mal annähernd. Ich nehme an, er hat mehr Figur, ne? Weil männliche Charaktere haben meistens immer mehr Figur als weibliche. So. Na gut, Berserker, ne? Boah. Ha, passt wie angegossen. Manchmal bekomme ich Kleidung, die viel zu klein ist, aber bei der dann alle Nähte aufplatzen. Oh, schön. Nur mal so zum Vergleich. Sie hat 121 Macht, ne? Stärke 30. 25, 13, 15. Aber er ist ja auch noch 5 Level unter ihr, ne? Von daher, da kann sich ja vielleicht noch was ändern. Aber ansonsten ist das nicht gut. Das ist echt nicht gut. Er hat eine Macht. Ich glaube, Wanda ist der Einzige, der noch schwächer ist. Ja. Sobald ich Mikaya habe, werde ich den mal wieder deployen. Da wird er als Heiler abgestuft.
Ja, der sieht noch hier seine Action irgendwann. So, Jade, sie können wir zum General machen. Sie bekommt auch irgendwie nicht die Wahl jetzt zum Dings hier zu einem Großritter, nenne ich Großritter, Erzritter. Das ist normalerweise auch die der Entwicklung von Rittern. Aber wenn das nicht zur Auswahl ist, nehme ich mal an, das ist ihre Canon-Klasse, ne? General. Also gehen wir auch damit, ne? Mal zwei Generäle. Rochade haben wir ja schon, Luis, ne? So, sie ist an der Axt-General. Boom. Und damit haben wir jeden Charakter in unserer Gruppe jetzt Klasse wechseln lassen. Oh, hat sie gerade ihren Helm abgelegt? Die Retterin schuldigt ihr neues Gewand. Und glaubt ihr wirklich, dass mehr steht? So, jetzt haben wir eine riesige Auswahl von Charakteren, die wir alle mitnehmen können, ne? Hör ich die alle an, ne? Wir werden die natürlich alle hier benutzen zu irgendeinem Zeitpunkt. Jeder bekommt eine Chance. Ja, cool. Boah. So, Ringe holen wir uns natürlich auch noch, ne? Ansonsten Angeln, Krafttraining, muss ich alles zeigen. Das mit dem Weibern reiten, da mache ich noch offscreen, ne? Also jetzt holen wir uns noch ein paar Ringe. Dann haben wir alles erledigt, ne? So, oh, guck mal hier jetzt. Jetzt fehlen uns noch Marv, Celica, Mikaya. Ich liebe diesen Effekt. Mein Gott, Roy. Ja. Jetzt kann man bestimmt wieder die Ringe hier, ne? So. Ich muss noch einige Fire Emblem 4 und 5 Ringe einsacken. So. Erinis. Fire Emblem 4 und 5, da wird schon wieder so ein bisschen holpriger, so mit meinem Wissen, ne? Weil halt eine sehr lange Zeit her ist. Lachesis, sie ist halt auch einer der bekannteren Charaktere. Da überspringen wir mal. So, Silif. Hey, da ist Sigurds Sohn. Und der Hauptcharakter der zweiten Generation. So, Juan oder Juan Azel. Das sind alles Charaktere aus der ersten Generation. So, einer fehlt noch. So, Levin. Oh, Levin. Auf S sogar. Sleeve. Kein neuen Charakter, ne? Oder was? Ne. Komm. Wer fehlt mir ja? Aira, S. Cool. Jetzt kriegen wir voll die vielen S-Ränge, ne? So, Edlin, das ist Juans Geliebte, ne? Und Lives Mutter. Ja, ja, Juan, Quan und Edlin sind die Eltern von Life übrigens, ne? So, dann haben wir Life. Da werde ich wahrscheinlich nicht so viele Leute wieder erkennen. So, Linon, Aspel, Alvin, Nana ist Lives Schwester. Sarah, ja, die sagen mir alle nicht so viel. Vor allem im 5 kenne ich mich nicht so aus, leider. Weil ich halt nicht weiterkam, weil das Spiel Bock schwer ist. So, Z. Jetzt sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ich glaube, der ist Seth, ne? Wenn nicht. Oder Seti. Ja, ne, Seti ist er doch, glaube ich, ne? Eine Menge S-Rang-Dinger bekommen. Und wir haben schon alle Charaktere, ne? So, ich bin sogar noch auf 30 hochrunden. Ja, ist mir wichtig. Okay. Name Shibabchichi. Okay, haben wir ein paar S-Ränge hier bekommen, finde ich gut. Jetzt haben wir alle Charaktere wieder. Cool. Dann haben wir hier alles erledigt, ne? Ich finde, wir machen beim nächsten Mal mit irgendeiner Nebenquest weiter, ne? Obwohl, wir können auch in der Story weitermachen, aber machen wir erstmal Nebenquest, würde ich sagen, ne? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Gucken wir mal, ne?
Wir haben jetzt nur entwickelte Charaktere, jetzt geht die Party jetzt richtig los. Wenn die wahrscheinlich nicht alle hochleveln können, aber je nachdem, wie viele Kapitel ja noch übrig sind, und ich nehme an, es sind nur so, weil nicht 8, 9, 10 irgendwie so. Fire Emblem Spiele haben normalerweise so, wollte ich nicht noch mal machen, Folge abholen. Haben wir auch schon mal boom. Für fast etwas zurückbekommen. So, und dann ändern wir mal die Musik, ja, ne? Habe ich, glaube ich, noch nie angesprochen, ne? Aber man kann die Musik ändern. Habe ich ein paar Mal gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob man bemerkt hat. So, das war ein cooles Kapitel, ne? Der Part ist, glaube ich, ein bisschen lang, aber was soll's. Haben wir alles erledigt hier. So, ich werde mit meinen entwickelten Charakteren ja mal, weiß ich nicht, hier so gucken, was ich hier noch so ringmäßig lernen kann, ausrüstungsmäßig ändern kann. Okay, so viel Heilung haben wir nicht mehr, das ist natürlich ein bisschen doof. Na, wir haben aber noch ein paar hier als Backup, also das ist gut. Also falls wir Geld brauchen, ich weiß nicht, vom Weibern reiten bekommt man ja auch manchmal Heilmittel und Elixiere, die kann ich dann auch verballern, das mache ich auch meistens immer, ne? Ihr seid immer noch am Planschen. Und ja gut, dann sage ich, das war's in dieser Folge. In der nächsten Folge sehen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Wahrscheinlich geht es dann weiter mit einem Nebenquest, aber mal sehen. Ne? Das lässt sich noch herausfinden. Ne? Aber ich mag die Musik. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Park gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.